Heute geht es das Thema, was tun, wenn sich die Eltern trennen oder scheiden. Und das ist ein sehr wichtiges Thema, worüber ich gerne wieder reden möchte. Und wie es gestern schon um den ersten Teil oder den ersten Teil, das erste Video der Serie ging, habe ich ja erzählt, was man tun soll, wenn Eltern sich streiten. Und jetzt geht es darum, sozusagen, was das alles auslöst, die ganzen Streitereien, das Resultat sozusagen, ja, Trennung oder und Scheidung. Und ja, die erste Frage, die einem da natürlich begegnet. Was ich noch sagen wollte, meine Eltern sind schon sehr lange getrennt. Ich glaube, seitdem ich 1 oder 2 Jahre alt bin. Und ja, die erste Frage, die sich da natürlich stellt, ist, zu wem gehe ich? Und was ich einfach nur sagen kann, da als Tipp, höre auf dein Herz. Sei wirklich ehrlich zu dir. Du brauchst dir auch wirklich keine Schuldgefühle machen oder sonst was. Höre auf dein Herz. Zu wem möchtest du gehen? Und es ist nicht schlimm, wenn du lieber zum Beispiel, sag ich mal, zu deiner Mutter gehen willst, anstatt zu deinem Vater. Es ist nicht schlimm. Es ist deine Entscheidung. Deine Eltern wollen nur das Beste für dich, auch wenn es manchmal nicht so scheint. Wenn sie zum Beispiel eifersüchtig sind oder traurig sind, dass du zu dem einen gehst und nicht zu dem anderen. Und wenn dir da halt, wenn da halt Schuldgefühle einfach in dir hochkommen, höre auf dein Herz, sei ehrlich, das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Weil, ja, gerne machen uns Eltern da Schuldgefühle, obwohl sie es wahrscheinlich auch eher unbewusst machen. Und ja, auf jeden Fall sei da ehrlich. Dann ist es ja meistens so, es gibt ja unterschiedliche Fälle. Also bei mir war es jetzt so, dass sich meine Eltern schon sehr früh getrennt haben und ich dadurch dann so aufgewachsen bin. Ich bin einseitig aufgewachsen. Ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen. Ich konnte es mir sozusagen nicht aussuchen. Nein, was ja auch vollkommen nicht schlimm ist. Ja, man lernt das Leben auf dieser einseitigen Spur, auf der Spur der Mutter. Und was da natürlich passiert ist, dass man lernt, wie diese Person, wie dieser Elternteil das Ganze erlebt hat. Das heißt, es ist total oft so, dass die Eltern dann lästern, sich aufregen, der Person aus dem Weg gehen. Und als Kind nimmt man das auf und man weiß gar nicht, was man denken soll. Und das Erste eigentlich, was man denkt, durch diese ganzen Erzählungen, sind einfach nur schlechte Sachen über den Vater. Das kommt dadurch, dass natürlich eine Person, die die Trennung selber verarbeitet, einem da dann erzählt, keine Ahnung, sauer ist und ja, wie gesagt, lästert, rumredet. Und dadurch passiert es natürlich, dass ein Kind mit einer schon ein Bild vom Vater hat, was sie eigentlich gar nicht wissen, weil sie die Person noch nicht wirklich kennen, ja. Und das ist eigentlich der schlimmste Fehler, den manche Elternteile machen, da das Kind aufwächst und über den anderen, über seinen Elternteil denkt, über seinen Elternteil, dass es sofort schlecht ist und so weiter. Und das ist natürlich für ein Kind sehr schwierig, denn bei mir war es so, dass ich gar nicht mehr zu meinem Vater wollte, dass ich Angst vor meinem Vater hatte, weil ich einfach nicht wirklich wusste, was ich denken soll, wenn ja, man schon so ein Bild vor Augen hat und so weiter. Und dann ist natürlich so, man hat Angst vorm Elternteil. Man hat Angst vor seinem Vater, vor seiner Mutter. Das ist doch bescheuert. Die Kinder, die dich großziehen, die dich dein Leben lang begleiten, du hast Angst davor. Das ist doch krank. Und das habe ich mir in den letzten Jahren so gedacht, wie extrem das bei mir war. Ja, ich wollte gar nichts mit meinem Vater zu tun haben. Ich habe ihn gehasst, ja, ich wollte sogar, dass er stirbt, gebe ich zu, aber
Das war so, obwohl ich ihn sozusagen eigentlich gar nicht kannte, ist man immer schon mit einer Distanz vor dieser Person aufgetreten. Und das darf natürlich eigentlich gar nicht sein. Und ja, wenn man das so sieht, dann und dadurch so aufwächst, liebt man einfach nur einseitig auf. Und das, was ich damit sagen will, ist, höre dir beide Seiten an. Das ist so, so wichtig. Ich wollte immer, dass mein Vater stirbt oder sonst was. Ich wollte nichts mit ihm wirklich zu tun haben, bis ich irgendwie irgendwann so gedacht habe, Mensch, ganz ehrlich, ist es dein Vater. Ja, eine Person, die dich dein Leben lang begleitet, die dich sowas von liebt und so weiter, ist dein Vater. Und natürlich in der Zeit ist mir mein Vater so vorgekommen, als ob ich ihn gar nicht kannte. Natürlich ist man dann distanziert, wenn man ihn nicht kennt, aber dann ist es ja wichtig, eine Beziehung aufzubauen, weil dein Vater dir dein Leben lang begegnet wird. Er bleibt dein Papa, du kannst es nicht ändern. Also ist es so wichtig, da eine Beziehung aufzubauen. Ein Mensch braucht von Natur aus zwei Elternteile. Ein Mensch braucht von Natur aus beide Seiten, um zu wachsen, um sich weiterzuentwickeln, um sich geistlich, körperlich, physisch einfach weiterzuentwickeln. Ein Mensch braucht beide Elternteile. So sind wir einfach gemacht. Und deshalb ist es so wichtig, das auch wirklich sich bewusst zu machen, dass man das braucht und dass man davon keine Distanz haben soll, ja? Wenn du vielleicht immer nur die eine Seite von deinen Eltern kennst, dann ist es wirklich wichtig, glaub mir, die andere Seite kennenzulernen, weil diese Frage wird dich immer dein ganzes Leben lang begleiten, ja? Immer dein ganzes Leben. Wie wäre es eigentlich gewesen? Wie ist er überhaupt? Was habe ich von ihm? Und spätestens, wenn deine eigenen Enkelkinder fragen oder an deiner Hochzeit oder irgendwie sowas, diese Person wird dir immer begegnen. Immer. Deshalb ist es wichtig, schon so früh wie möglich, wenn da nichts war, etwas aufzubauen. Wie gesagt, beidseitiges Leben. Also, naja, also was ich damit meine, ist beide Seiten kennenzulernen. Und das ist wirklich wichtig, weil ich dadurch auch nachvollziehen konnte. Ich habe seit circa einem Jahr wieder richtig guten Kontakt mit meinem Vater. Ich liebe ihn über alles und er ist mein bester Freund, einfach weil ich mir beide Seiten angehört habe. Weil man sich wirklich beides anhören muss. Wie hat die Person das erlebt? Wie hat die da Person das erlebt? Und sich da dann ein Bild zu machen, weil ich jetzt nachvollziehen konnte, warum das passiert ist, warum mein Vater das gemacht hat. Mittlerweile kann ich sogar verstehen, ich würde es auch machen. Und wenn das Ganze so ist, dass dein Elternteil vielleicht auch ja, hier vor Gericht gegangen ist oder sowas, das bei mir vorher auch der Fall war, dann konnte ich es jetzt mittlerweile einfach nachvollziehen, weil ich verstehen kann, dass man um sein Kind kämpft. Dass man darum kämpft, das ist alles, was man hat. In so ein Kind steckt man selber drin. Ich kann es verstehen, warum man da um sein Kind kämpft. Ich kann es verstehen, ich kann beide Seiten verstehen. Und ich glaube, mir wäre es früher einfach viel leichter gefallen, wenn ich einfach offen mit meinem Vater umgegangen wäre, wenn mir meine Mutter beigebracht hätte, offen damit zu sein, keine Angst vor ihm zu haben durch die ganzen Erzählungen, sondern einfach offen zu sein. Das hätte mir auf jeden Fall sehr geholfen. Und wirklich, wenn es bei dir so ist, dass deine Eltern schon länger getrennt ist und du wirklich nur einseitig gelebt hast, dann wird es dir so viel bringen, beides zu hören, dir alles anzuhören. Und das am Ende willst du ihm nur noch verzeihen oder ja, eigentlich kann man es danach wirklich nachvollziehen. Und es ist wirklich sehr schön, einfach wieder beide Elternteile zu haben. Und wie gesagt, es ist eine Person, die dir dein Leben lang begegnet. Du kannst es irgendwie nicht abschieben, weil dich dieses Thema, du immer mit diesem Thema konfrontiert ist. Bist und wirst, meine ich. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, alles wird gut. Wirklich, wenn eine Scheidung am Anfang, ja, wirklich Tränen, Wut,
Ja, bei so einer Trennung kommt alles vor. Alles wird gut, glaub mir. Später, mindestens wenn du erwachsen wirst oder wenn sich das Ganze einmal erstmal eingelebt hat, man sich daran gewöhnt hat, es wird alles gut, glaub mir. Egal wann, irgendwann wird alles gut. Und du kannst es sogar gut machen. Du kannst es jetzt gut machen, wenn du dich darum bemühst, ein Verhältnis mit beiden Elternteilen aufzubauen. Und es wird alles gut, sobald man dieses Verhältnis einfach hat, sobald man sich beide Seiten angehört hat und es einfach nachvollziehen kann. Und ja, wirklich, es ist wirklich das Schönste. Also, ich bin so dankbar dafür, dass ich sozusagen meinen Vater wieder habe oder das erste Mal in meinem Leben wirklich einen Vater habe, mit dem ich über alles reden kann und wirklich da sogar fast eigentlich mein bester Freund ist, mit dem ich besser klarkomme mittlerweile als mit meiner Mutter oder sowas, ja. Und was ich früher nie gedacht hätte, einfach weil man gelernt hat, ja, mit beiden Seiten aufzuwachsen. Und glaub mir, mit so einer Frage, wer ist er, die, sie, meine Mutter, mein Vater, diese Frage wird dich dein Leben lang wirklich begleiten und dann ist es wichtig, ihr so früh wie möglich ja, hinterher zu gehen dieser Frage und da hinterher nachzuforschen, um erstmal zu wissen, was das alles auf sich hat. Und wirklich, das sind meine Tipps und das ist das Wichtigste in so einer Trennung, Beziehung aufzubauen, nachzuvollziehen. Ja, und ich hoffe, dass es dir gefallen hat und dass es dir geholfen hat, einfach auf jeden Fall mal eine klare Sichtweise zu kriegen und was wirklich wichtig ist. Denn wie gesagt, der Mensch braucht beide Elternteile und das, was alle eigentlich wollen, ist ein gutes Verhältnis. Und vergiss niemals, dass deine Eltern dich wirklich lieben. Sie lieben dich über alles. Auch wenn es manchmal so wirkt, als ob sie gegen dich sind, aber meistens sind sie dafür, sie kämpfen für dich. Nur man empfindet das ja mit Wut und man denkt, dass die Person einem nur Schlechtes tun will, wobei sie eigentlich nur um dich kämpfen will, weil sie dich so sehr liebt und nicht verlieren möchte. Das ist einfach wichtig, das zu verstehen. Ich hoffe, es hat dir geholfen und wir sehen uns schon im nächsten Video. Life is more, be the best version of you.